Hallo liebe Freunde der digitalen Deep Sky Astrofotografie. Ich möchte in diesem Cast über das Thema Flats oder Flat Fields sprechen. Mir ist aufgefallen, dass in den Astronomieforen und auf Facebook häufig wirklich doll darüber diskutiert wird. Mir ist allerdings auch aufgefallen, dass es da ziemlich viele falsche Ideen darüber gibt, was Flats eigentlich sind, wie man diese anfertigt und ob diese wirklich nötig sind. Vor allen Dingen letzterer Punkt wird da teilweise so ein bisschen komisch diskutiert. Es gibt Leute, die behaupten, man bräuchte keine Flats. Ich möchte euch heute zeigen, warum man auf jeden Fall Flats machen sollte und vor allem, wie man diese machen sollte. Los geht's nach der Intro. So, was sind eigentlich Flats oder Flatfield-Aufnahmen? Man könnte auch Hellbilder dazu sagen, wenn man unbedingt ein deutsches Wort dafür benutzen möchte. Beim Flatfield wird eine gleichmäßig beleuchtete Fläche genommen und eine Aufnahme durch die Optik, also durch das Objektiv oder durch das Teleskop, von dieser gleichmäßig beleuchteten Fläche gemacht. Die Idee dahinter ist sozusagen eine Messung, um ein Kalibrationsbild zu erstellen. Man misst quasi hinten mit dem Sensor der Kamera, was wirklich von dem gleichmäßigen Licht, was in das Teleskop hineinkommt, hinten rauskommt. Ich zeige euch hier mal so ein typisches Flatfield von meiner CCD-Kamera. Und da sieht man eine ganze Menge. Also das Bild ist plötzlich nicht mehr gleichmäßig. Man sieht, dass die Ecken dunkler sind. Das ist eine Folge der sogenannten Vignettierung. Man sieht außerdem einzelne Flecken im Bild. Das sind Staubkörner, die mehr oder weniger große Schatten werfen. Man sieht, wenn man genau hinschaut, auch Reflexionen, die zum Beispiel dadurch entstehen, das ist wirklich ganz irre, durch diese kleinen Drähte, die an der Seite von dem Kamerachip angebracht sind, diese kleinen goldenen Drähte, die reflektieren tatsächlich Licht und die sieht man tatsächlich auch im Flatfield. Was man aber nicht sieht ist, und das ist eigentlich auch etwas ziemlich Besonderes, dass die einzelnen Pixel nicht gleichmäßig lichtempfindlich sind. Ja, der eine Pixel reagiert ein bisschen schwächer vielleicht auf Licht als der andere. Und alle diese Effekte gleichzeitig, auch wenn das unabhängige Effekte voneinander sind, ja, die haben ganz unterschiedliche Ursachen. Mit einem Flatfield kann man alle diese Effekte ausgleichen. Und da habe ich ein wichtiges Wort gesagt, ausgleichen. Das funktioniert nämlich so, dass man dieses Flatfield nicht von dem Bild abzieht. Das wird zum Glück nur noch sehr selten in den Foren oder auf Facebook falsch geschrieben. Das hat man sich gemerkt. Es wird dividiert, das Flat wird dividiert. Ja, es ist ein Aufteilen, findet statt. Wenn ich eine Gruppe von Leuten habe und ich habe einen Haufen Geld und will das gerecht verteilen, dann gebe ich dem, der schon viel Geld hat, weniger und der kein Geld hat, der kriegt das meiste nachher. Das ist gerechtes Aufteilen. Also es wird nicht einfach 50-50 untereinander aufgeteilt. Ja? Also es wird gerecht nachher in dem Bild aufgeteilt, welches Pixel bitteschön etwas mehr Intensität kriegen soll. Und genau das macht ein Flat. Mir ist ganz wichtig, es gibt Leute, die behaupten im Internet, man braucht keine Flats, wenn man das mit Software, hier wird insbesondere Adobe Lightroom oft erwähnt, ausgleichen kann. Niemals nicht kann eine Software alle diese Effekte ausgleichen. Was die Software kann, theoretisch, ist die sogenannte Vignette ausgleichen. Da wird aber nichts anderes gemacht, dass quasi in der Software eine künstliche negative Vignette sozusagen erstellt wird, dass also die Ränder etwas aufgehellt werden. Man kann das dann fein mit einem Regler steuern. Klar, das ist möglich und in der normalen Fotografie auch durchaus gebräuchlich. Aber in der Astrofotografie ist das was ganz anderes. Noch etwas. Lasst euch nicht erzählen, dass man keine Flatfields braucht. Als ich angefangen habe mit der Astrofotografie, vor allen Dingen mit Digitalkameras, da habe ich so ungefähr nach einem Jahr, vielleicht nach zwei Jahren angefangen, auch Flatfields zu machen. Und ihr seht in meinen Bildern eine deutliche Steigerung. Die Bilder sehen besser aus und ich kann es ganz schwer beschreiben. Macht es mal. Es gibt den Stefan Wiesner, sehr guter YouTube-Kanal über Fotografie, der sagt immer, nicht glauben, ausprobieren. Finde ich einen guten Satz. Probiert es mal aus. Denn wenn ihr Flatfields macht, dann werden eure Bilder besser. Und vor allen Dingen,
Es werden nicht nur diese Vignetteninfekte werden weggehen, sondern es wird nachher viel leichter in der Bildbearbeitung einen schwachen Nebel zum Beispiel vom Hintergrund zu separieren und wirklich ein punchy Bild zu bekommen, einen tollen Effekt zu bekommen in dem Bild. Hier nochmal das Video darüber, wie man ein besserer Astrofotograf wird. Auch da spreche ich ja über dieses Thema. Es gibt jetzt verschiedene Arten, wie man ein Flat Field erstellen kann. Zum ersten muss man da vielleicht nennen die sogenannten Dome Flats. Unter Amateuren nicht so verbreitet. Dome, also von Kuppel, von Observatoriumskuppel abgeleitet. Ich zeige euch hier mal ein paar Bilder. Ich habe ein Buch über Sternwarten, ist übrigens sehr zu empfehlen. Ich mache mal einen Link unten drunter. Falls euch dieses Buch gefällt, kann man wirklich ganz wunderbar drin schmökern. Ich habe euch hier mal ein paar Beispiele dafür rausgesucht, wie solche Dome Flats gemacht werden. Ihr seht, in dieser Observatoriumskuppel, da hängt in der Kuppel so eine Art, ja, das sieht aus wie bei einem Dia-Vortrag, so eine Leinwand. Manchmal sind das auch irgendwie starre Gebilde, die irgendwo oben in der Kuppel hängen, weiß bespannt sind. Meistens sind sie auch noch rund, wie hier bei diesem Beispiel zu erkennen, außenrum schwarz gemalt, damit es da ja keine Reflexionen gibt. Und da wird nun das Teleskop genau hingefahren und es wird das Licht im Observatorium angemacht und dann wird so auf diese Art und Weise ein Flat Field erstellt. Das hat bei diesen großen Teleskopen einige Vor- und aber auch ein paar Nachteile. Nämlich ist es so, dass Flat Field ist insbesondere von der Wellenlänge des Lichtes abhängig. Das heißt, ein Flat Field verändert sich mit der Wellenlänge des Lichtes. Und wenn man da jetzt die Wellenlänge des Nachthimmels quasi nicht genau trifft, dann kann es da schon zu den ersten Problemen kommen. Und es ist klar, dass vielleicht eine Neonlampe in so einem Observatorium vielleicht von der Wellenlänge nicht genau dieses Spektrum abbildet. Sehr weit verbreitet bei den Profis, aber auch bei Amateuren mit etwas größeren Teleskopen sind die sogenannten Dämmerungsflats. Und hier muss man jetzt ganz genau aufpassen, denn im englischen Sprachgebrauch unterscheidet man zwischen Twilight, also Dämmerungsflats, und Skyflats. Und im Deutschen wird oft von Skyflats geredet, wenn aber eigentlich Dämmerungsflats gemeint sind. Ich gehe später noch mal kurz auf die Skyflats ein, erkläre aber jetzt erstmal die Dämmerungsflats. Dämmerungsflats, man hört auch hier in Deutschland oft, oder das nicht nur in Deutschland, sondern generell hört man auch oft von der sogenannten T-Shirt-Methode. Lange Rede, kurzer Sinn, was passiert dabei? Man nimmt das Teleskop und richtet es einfach gegen den klaren Himmel und nimmt den klaren Himmel als gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche, um Flats zu erstellen. Jetzt ist das bei Tageslicht ein bisschen problematisch, weil der Himmel nämlich sehr hell ist und man würde gar nicht die erforderlichen relativ langen Belichtungszeiten bekommen. Auch da gehe ich später darauf ein, warum die nötig sind, um ein Flat zu erstellen. Das heißt, man legt vielleicht ein Tuch oder ein weißes T-Shirt über die Teleskopöffnung und versucht A, das Licht ein bisschen zu dämpfen, B, eine gleichmäßigere Ausleuchtung zu bekommen. Das hat so... Das klingt ganz toll, weil das so einfach klingt, aber das hat immense Nachteile. Denn auch selbst mit einem T-Shirt ist es bei Tag, also bei wirklich Sonnenschein draußen, einfach alles viel zu hell. Man müsste irgendwie die T-Shirts von der ganzen Fußballmannschaft über das Teleskop legen, um da auf eine einigermaßen geringe Beleuchtung zu kommen. Deswegen macht man das Ganze in der Dämmerung, da kann man das T-Shirt auch weglassen. Und ja, Dämmerungsflats sind so ein bisschen tricky, weil man unter Zeitnot steht und weil die Dämmerung eben ein Prozess ist, der nicht sehr gleichmäßig abläuft, sondern irgendwie auch seine Tücken hat. Ich gehe da später noch ein bisschen drauf ein. Ist aber eine sehr gebräuchliche Methode, vor allen Dingen für etwas größere Teleskope. Nächste Methode war sehr verbreitet, ist nicht mehr so verbreitet, weil es mittlerweile bessere Methoden gibt, die sogenannte Flat Box. Das ist also eine kleine Kiste, die man sich in der Regel selber baut. Auf der Rückseite von dieser Kiste ist eine Lichtquelle, eine möglichst gleichmäßige Lichtquelle. Das können zum Beispiel verschiedenfarbige oder weiße LEDs sein, die gleichmäßig auf der Rückseite verteilt sind. Und ein Haufen Material, was das Licht streuen soll. Das sind in der Regel solche Plexiglas-Opal
Scheiben, die dann irgendwie das Licht streuen. Außerdem ist die Kiste innen mit reflektierendem Material oder einfach mit weißer Farbe ausgekleidet, um eine möglichst gleichmäßige Verteilung zu bekommen. War sehr verbreitet, diese Methode, ist nicht ganz leicht, weil es relativ schwer ist, dann doch eine gleichmäßige Beleuchtung hinzubekommen. Und das ist eben der Clou bei den Flats. Wenn man schon mit ungleichmäßig beleuchteten Flats arbeitet, ist völlig klar, dass die eigentliche Korrektur nachher in die Hose geht. Und damit kommen wir zur vierten Methode und, wie ich finde, zur besten Methode. Es gibt seit 10 Jahren relativ verbreitet, sind die sogenannten Flat-Field-Folien. Das sind keine Flat-Field-Folien, die sind nicht für diesen Zweck entwickelt worden. Das sind sogenannte LED-Panels. Und es gibt einen Vertrieb in Deutschland, der diese LED-Panels vertreibt. Da kann man diese Panels in verschiedenen Formen und in verschiedenen Größen kaufen. Und das ist nichts anderes wie eine wirklich sehr dünne Folie. Die ist dünner als, ja, also viel dünner als 1 mm auf jeden Fall. Und wird über einen Konverter angetrieben und leuchtet in weiß. Man kann ja auch in anderen Farben bestellen, aber für uns ist wichtig, dass wir eine weiße Folie nehmen. Und diese Folie bildet wirklich ein sehr gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild ab. Und diese Folien sind sehr einfach in der Handhabung, haben sich sehr durchgesetzt. Und darauf möchte ich nachher natürlich auch noch eingehen, wenn es um die Praxis geht. So, es geht jetzt um die Praxis. Wie erstellt man solche Flats? Und ich möchte mich hier auf die Dämmerungsflats und auf die Folienflats beschränken, und mit den Dämmerungsflats fange ich einfach mal an. Man wartet sozusagen bis zur Dämmerung oder bis zur Morgendämmerung, je nachdem, und macht da seine Flats. Wichtig dabei ist, der Himmel ist dann schon relativ dunkel, das heißt, die ersten Sterne sind schon zu sehen. Und die Kamera sieht die natürlich auch nochmal ganz extrem. Das heißt, wir müssen die Nachführung unseres Teleskops ausschalten, sodass die Sterne nachher Strichspuren, wenn sie im Bild sind, Strichspuren ergeben. Das ist Punkt Nummer 1. Man muss dann den richtigen Moment abwarten. Es ist so, dass die Dämmerung pro Minute um 50% zu- oder abnimmt. Das heißt, dieser Dämmerungseffekt, der ist relativ graduell, und das geht alles sehr schnell. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Man sollte eine möglichst sinnvolle Belichtungszeit suchen. Warum sinnvoll, oder wie komme ich da drauf? Es ist bei CCD-Kameras so, dass sich vor dem Chip ja ein Shutter befindet. Und dieser Shutter in den CCD-Kameras ist relativ träge und langsam. Das heißt, der bewegt sich tatsächlich ungefähr in dieser Geschwindigkeit, liegt jetzt immer vor dem Chip, und wenn wir eine Belichtung machen, geht er relativ langsam weg. Hängt ein bisschen von der Konstruktion ab, es gibt auch andere Shutter-Konstruktionen, aber diese Drehscheibe als Shutter ist relativ weit verbreitet, und generell sind die Shutter in CCD-Kameras nicht so schnell wie zum Beispiel in modernen Consumer-Kameras. Gut, also die Gefahr besteht einfach, dass, wenn man eine kurze Belichtungszeit wählt, dass der Shutter die ganze Zeit im Bild ist, ja, weil er sich sehr langsam bewegt. Und man wird das dann nachher in einem Flat sehen, man würde einen Schattenverlauf oder einen Gradienten sehen, und das macht natürlich das Flat zunichte. Das heißt, ich wähle eine Belichtungszeit, die relativ lange ist, sodass man den Shutter-Effekt nicht sieht. Deswegen sollte man so ab einer Sekunde aufwärts Belichtungszeiten bei CCD-Kameras wählen, bei DSLR-Kameras kann man kürzere Belichtungszeiten wählen. Das heißt, wir wählen mit unserer Software eine bestimmte Belichtungszeit aus, sagen wir mal 3 Sekunden. Und jetzt ist es ja wichtig, dass man die richtige Intensität der Flats bekommt. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Man braucht eine gewisse Intensität. Die Idee dahinter ist die, dass wir ein sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis bekommen. Wir wollen nämlich nicht, dass nachher diese Flats so verrauscht sind, dass sie ein großes Rauschen zu unseren Bildern wieder hinzufügen. Das heißt, wir brauchen ein gesundes Signal zu Rauschverhältnis. Jetzt sagt man vielleicht, okay, juhu, dann belichte ich möglichst lange und mache die Flats sehr hell. Das Problem ist jetzt, dass ein Chip oder eine Kamera eigentlich dafür bekannt ist, dass sie linear funktioniert. Das heißt, gleichmäßig, wenn mehr Licht drauf kommt, gibt es auch mehr Schwärzung, stimmt ja nicht, aber mehr Elektronen nachher, also das ist ein gleichmäßiger Effekt, je heller, desto heller im Bild, und das funktioniert wirklich entlang einer Linie, das nennt man linear.
Es ist aber so, dass in einem bestimmten Bereich der Chip nicht mehr linear funktioniert, sondern quasi das Ganze eine Biegung bekommt, grafisch dargestellt. Und in diesem Bereich wollen wir nicht. Und der ist einerseits bei extremen Unterbelichtungen haben wir diesen Effekt der Nichtlinearität und bei einer extremen Überbelichtung auch. Das heißt, wir müssen das vermeiden. Deswegen geht man hin und wählt genau die Hälfte der Sättigung des Kamerachips oder der Pixel aus. Das heißt, bei einer 16-Bit-Kamera sind das ungefähr 35.000 ADUs. Kann man nachher schön in der Software ablesen, ob man das getroffen hat. So, also wir müssen eine Belichtungszeit wählen, die zum einen erfüllt, dass der Shutter-Effekt nicht sichtbar ist. Das heißt, es sollte mindestens mal so eine Sekunde sein, maximal vielleicht 10 Sekunden. Dann müssen wir genau den Punkt abwarten, wo bei dieser Belichtungszeit dann genau diese 35.000 oder vielleicht auch 40.000 ADUs stattfinden. Das heißt, man macht einen kleinen Ausschnitt, wählt man sich aus dem Bild, stellt die Kamera auf Dauerfeuer, misst die ganze Zeit aus, wie viele ADUs man erreicht. Ich rede jetzt gerade von CCD-Aufnahmen. Bei der DSLR-Kamera muss man dann vielleicht hinten das Histogramm beobachten. Es ist der Moment, wo sich das Histogramm vom rechten Bildrand ablöst und Richtung Mitte wandert. Ab da sollte man anfangen, Aufnahmen zu machen. So, dann macht man Aufnahmen und dann stellt man relativ schnell fest, dass das Histogramm nach links wandert. Es wird auch immer dunkler draußen oder andersrum, es wird immer heller, je nachdem, ob man in der Morgendämmerung oder Abenddämmerung unterwegs ist. Dann ist relativ schnell der Punkt erreicht, wo man wieder aufhören muss mit den Flats. Und so bekommt man dann mit dieser Methode relativ wenige Flats, die man nachher benutzen kann. Das ist der Nachteil. So, einen Nachteil habe ich gerade schon genannt. Man muss schnell sein. Der Bereich in der Morgen- oder Abenddämmerung, wo man Flats machen kann, der ist sehr gering. Deswegen ist da Eile angesagt. In der Praxis läuft das so, dass man vermutlich mehrere Nächte braucht, um Flats zu erstellen. Und da kommen wir zu einem weiteren großen Nachteil. Diese ganze Geschichte mit der Dämmerung ist extrem anfällig, sobald da irgendwie Gradienten durch Lichtverschmutzung, durch den Mond oder einfach durch ungleichmäßigen Verlauf der Dämmerung in den Bildern nachher drin sind, kann das das Flatfield beeinflussen. Wir können nachher eine möglicherweise nicht ganz genaue Flatfield-Korrektur bekommen. Das ist einer der größten Nachteile bei der ganzen Geschichte. Außerdem, Nachteil hatte ich schon erwähnt, ist, dass man eventuell Sterne sieht. Das kann man aber dann nachher in der Software rausrechnen, indem man einfach eine statistische Methode benutzt, um eben Sterne rauszurechnen, sprich entweder ein Median oder Sigma Combine und nicht ein einfaches Average nur. Weiterer Nachteil der Geschichte, das sind Reflexionen, also Dämmerungsflats, das werden vielleicht eher die Leute machen, die sehr große Teleskope haben. Und sobald da irgendwelche Reflexionen irgendwo, sei es irgendwie am Teleskop selber oder vielleicht auch der Kuppelspalter da irgendwie reflektiert und so weiter und so fort, können das Flatfield verfälschen. Großer Vorteil dieser Methode ist, dass wir, was den Frequenzbereich angeht, wirklich eine sehr gute Abdeckung haben. Also wir haben exakt den Frequenzbereich, den wir brauchen für Flatfields. Deswegen ist bei Profis diese Methode auch weit verbreitet und die beliebteste Methode. Es ist eigentlich die beste Methode, um Flatfields zu machen. Sie ist nur nicht so einfach. So, was das Thema Einfachheit angeht, kommen jetzt die Flatfield-Folien ins Spiel. Diese Flatfield-Folien haben einen entscheidenden Nachteil, die sind relativ teuer. Also meine Flatfield-Folie für einen Refraktor mit 106 mm Öffnung hat schon 100 Euro gekostet. Wenn man eine Flatfield-Folie für ein Großteleskop kaufen möchte, was durchaus erhältlich ist, also so Flatfield-Folien mit 500 mm Durchmesser kosten tatsächlich 2.000 oder 2.500 Euro. Das ist natürlich Quatsch. So, aber ich sag mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis bis zum 12 Zöller würde ich Flats mit der Flatfield-Folie machen. Ich zeige euch hier mal meine Flatfield-Folie und wir können die auch mal auseinandernehmen. Also das ist das Gerät. Und man sieht, das ist, sieht aus wie so eine Art Tischtennisschläger vielleicht, von der Größe her. Die gibt es natürlich in verschiedenen Größen. Ich habe euch übrigens
unter dem Video mal solche Flatfield-Folien verlinkt in verschiedenen Größen. Wenn ihr gedenkt, jetzt eine Flatfield-Folie zu kaufen, könnt ihr das über diese Links sofort tun. Ja, jetzt bastel ich die mal hier auseinander. Die hat so einen Rand. Wer von euch weiß, wie man dieses Material nennt? Ich habe bisher noch nirgends, sei es auf eBay oder Amazon, dieses Material gefunden. Das scheint irgendeine Art Abdichtung zu sein. Und ich weiß nicht mal, wie man das nennt. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, dann hinterlasst den Tipp in den Kommentaren. So, dann ist hier oben so eine Opal-Plexiglasscheibe. Und wenn man die wegnimmt, dann sieht man da drunter die eigentliche Folie. Und das sind eben diese Folien, die ich vorhin schon im Video erwähnt habe, der Firma EL Light, wie sie in Deutschland vertrieben werden. Und diese Folie hier wird aber verkauft von der Firma Gerd Neumann. Die hat sich diese Konstruktion hier ausgedacht und diese Konstruktion ist tatsächlich ganz schlau. Insofern lohnt es sich für euch, diese Folie bei Neumann oder im Astroshop direkt zu kaufen und nicht bei der Firma EL Light. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr werdet aber keinen großen Vorteil finanzieller Art haben. Also preislich tut sich das nicht so sehr viel. Und diese Folie hier, wie sie da jetzt zusammengebaut ist, hat ein paar enorme Vorteile. Denn diese Käbelchen hier in dieser Flatfield-Folie, die sind sehr anfällig. Und wenn man diese Folie ein bisschen transportiert, kann es sehr schnell passieren, dass diese Kabel abknicken, was mir schon mehrfach passiert ist. Und das zu löten ist sehr schwierig oder fast unmöglich. Und dann muss man sich ein neues Ding kaufen, was sehr ärgerlich ist. So, diese Folie ist also auf eine Kunststoffrückwand draufgeklebt. Das erhöht die Stabilität ungemein und die Transportfähigkeit und die Anfälligkeit gegenüber Schäden. Dann kommt diese Opalglasscheibe da oben drüber und jetzt kann man hingehen und hier zwischen noch ein paar Lagen weißes Papier legen. Und ich zeige euch mal, warum das nötig ist. Ich habe jetzt mal hier meine Videokamera auf die Folie gerichtet und wenn ich jetzt mal eine Belichtungszeit in der Kamera wähle, die jenseits von 1/50 ist, dann sieht man, wie diese Folie anfängt zu flackern. Und dieses Flackern würde man natürlich nachher sehen. Das heißt, wenn man Belichtungszeiten unterhalb von 1/50 Sekunde nimmt, dann hat man kein gleichmäßig ausgeleuchtetes Flatfield mehr, sondern hat irgendwie diese Streifen im Bild. Das ist mir beim allerersten Mal, als ich diese Folie benutzt habe, passiert. Und dann ist natürlich alles zu spät, dann bekommt man dieses Streifenmuster natürlich nachher auch im Astrobild und das will kein Mensch. Also muss man Belichtungszeiten wählen, die jenseits der 1/50 Sekunde liegen. Und da ist es eben wichtig, dass man ja, Diffusormaterial oder Dämmmaterial dazwischen legt, um das zu erreichen. Das kann eben im einfachsten Fall einfach eine Lage oder zwei Lagen weißes Papier, bitte ohne irgendwas draufgemaltes, bitte nicht zerknittert und auch ohne Wasserzeichen benutzen. So, wenn ihr Benutzer von DSLR-Kameras seid, dann ist das Erstellen eines Flatfields mit dieser Folie denkbar einfach. Man legt also diese beiden Lagen oder eine Lage, da müsst ihr ein bisschen ausprobieren, Papier zwischen Folie und Objektiv oder Teleskop. Dann wählt ihr den AV-Modus, so heißt es zumindest bei Canon, also die Belichtungsautomatik. Ihr wählt eine ISO-Zahl aus. Das sollte die ISO-Zahl sein, die ihr auch bei euren Astroaufnahmen verwendet habt, also bei den Lights. Dann drückt ihr einmal die Taste halb durch, die Auslösertaste halb durch und lest ab, welche Belichtungszeit euch da vorgeschlagen wird. Diese Belichtungszeit müsst ihr jetzt verdoppeln. Verdoppeln heißt in dem Fall, weil es ja ein Bruch ist, dass die Belichtungszeit länger wird. Ja? Also aus einer 50. Sekunde beispielsweise wird eine 25. Sekunde, aber aus einer Sekunde werden 2 Sekunden. Das ist manchmal etwas verwirrend, gebe ich zu. Also die Belichtungszeit muss verlängert werden, und zwar um das Doppelte. Jetzt wechselt ihr in den manuellen Modus und stellt diese Belichtungszeit dort ein. Also beispielsweise, ihr habt gemessen 1/50 Sekunde, dann stellt ihr jetzt eine Belichtungszeit von einer 25. Sekunde ein, die gleiche ISO natürlich und ihr verwendet selbstverständlich, wenn es ein Fotoobjektiv ist, die gleiche Blende.
So, jetzt drückt ihr einfach 15 bis 30 Mal auf den Auslöser und voilà, da habt ihr eure Flats. Mit der CCD-Kamera ist das ein bisschen was anderes. Da ist es wichtig, dass man vor allen Dingen pro Filter entsprechende Flats macht und da kann es auch schon mal zu Problemen kommen. Die Belichtungszeiten variieren nämlich sehr stark dann je nach Filterfarbe und vor allen Dingen bei den Schmalbandfiltern ist das so eine Sache, weil man da unter Umständen extrem lange belichten muss dann. So, diese Folien haben Nachteile. Sie sind, wie schon gesagt, relativ teuer und bis zu einem gewissen Bereich, also sagen wir mal bis zu einer Öffnung von 12 Zoll, kann man diese Folien sehr gut verwenden. Ab da wird es dann irgendwie so teuer, dass man sich vielleicht überlegen sollte, die Dämmerungsflats zu machen. Weiterer Nachteil habe ich auch schon gesagt, die sind relativ fummelig und anfällig. Man sollte sie also sorgsam behandeln, dann hat man lange was davon. Und das ist eben auch der Vorteil von diesen Neumann-Folien, dass sie schon sozusagen in einer stabilen Verpackung daherkommen und das Kabel nicht so schnell abknickt wie bei einer Folie, die man direkt beim Lieferanten kauft. Der Vorteil einer solchen Folie liegt auf der Hand. Man kann Flats machen, wann immer man will. Ja, und außerdem kann man Flats sehr schnell erstellen. Man hat nicht unbedingt Schweißränder unter den Achselhöhlen, wenn man das in der Dämmerung macht. Das ist nämlich wirklich, da muss man den Punkt ganz genau abwarten und mit diesen Folien ist man wirklich sehr entspannt unterwegs. Hier nochmal der Hinweis, ich habe euch für verschiedene Größen unter dem Video verschiedene Flatfield-Folien mal verlinkt und ihr könnt gerne diese Links benutzen, um euch eine solche Flatfield-Folie zu kaufen. Eine Idee ist noch, dass man anstatt Papier als Dämmmaterial eine sogenannte ND-Folie, Neutral Density Folie, verwendet, die das Licht verringern soll, dieser Folie, und das gleichmäßig über den ganzen Frequenzbereich. So, hier noch ein paar Tipps aus der Praxis, was die Flat-Erstellung angeht. Ganz wichtig ist der Fokus. Der Fokus sollte so gewählt werden, wie auch bei den Light-Aufnahmen. Das heißt, man sollte nach der eigentlichen Aufnahme den Okularauszug nicht mehr verstellen. Man kann natürlich direkt im Anschluss an eine Session Flats machen in der Nacht, wenn man aber erstmal zum Beispiel ins Bett gehen will, aus gutem Grunde, und die Flats am nächsten Tag nachholen will, dann sollte man den Fokussierer nicht mehr verstellen. Ganz leicht ist das natürlich bei motorisierten Okularauszügen, da kann man wieder exakt an die Position fahren. Kleiner Tipp aus der Praxis: ich habe schon Flats gemacht, wo ich das wirklich nur Pi mal Daumen gemacht habe. Ich will da keine Empfehlung aussprechen, aber ihr müsst auch nicht mit dem Lineal hingehen und das auf den Mikrometer genau ausmessen, dass ihr da wieder im Fokus seid. Also eine Toleranz von plus minus 1 mm ist total vertretbar. Ihr könnt euch ja auch eine kleine Markierung zum Beispiel auf den Okularauszug machen, um diesen Punkt wieder zu erreichen. Man liest sehr häufig die Frage oder hört häufig die Frage, ob man nicht auch andere, günstigere Mittel wählen kann, um eine solche Folie zu simulieren. Da wird häufig zum Beispiel ein Laptop-Bildschirm genommen und zum Beispiel eine DIN A4-Folie in einer Präsentation gewählt, sozusagen, dass man einen weißen Hintergrund hat. Probiert es einfach aus. Wenn es klappt, ist es ja gut. Ich gehe aber davon aus, dass diese Laptop-Bildschirme eigentlich nicht diese gleichmäßige Beleuchtung übers komplette Feld hinbekommen. Also, wenn es so leicht wäre, dann würde das in der Praxis sehr oft Verwendung finden. Tut es nicht. Und das liegt mit Sicherheit an der Qualität dieser Laptop-Bildschirme. Aber probiert's aus. Ich habe selber an meiner Aufnahmen den Anspruch, ich habe sehr hohe Ansprüche, ich würde es so nicht machen. Vielleicht ein kleiner Hinweis an euch, ich würde immer so eine EL-Folie benutzen oder Skyflats machen. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn es für eure Ansprüche genügt, dann heiligt der Zweck die Mittel. Wichtig ist noch, dass ihr kontrolliert, ob es in eurem gesamten System irgendwelche Streulichtkomponenten gibt. Ja, Streulicht ist Gift für Flats. Wenn ihr also irgendwelche reflektierenden Flächen im Teleskop selber habt oder an angeschlossenen Geräten habt, kann das zu Problemen führen. Auch zum Beispiel bei den Skyflats ist es wichtig, darauf zu achten, dass vielleicht der Mond nicht gerade scheint, wenn ihr Skyflats machen. Also alle Arten von Störfaktoren wirken sich negativ auf die Flats aus.
Eine Sache, die ich ganz am Anfang vielleicht noch hätte erwähnen sollen, als ich darüber gesprochen habe, dass eine Software eine Vignette nicht vernünftig rausrechnen kann oder zumindest in den meisten Fällen nicht vernünftig rausrechnen kann. Wenn man mit einem Teleobjektiv arbeitet, ist das vielleicht etwas leichter. Wenn ihr aber ein Teleskop habt mit einem Spiegel, insbesondere mit einem Fangspiegel, kann es sein, dass wenn dieser schon nicht exakt zentrisch im Strahlengang sitzt, zu einer Vignette führt, die auch nicht genau konzentrisch ist. Das heißt, euer Flatfield kann unter Umständen unsymmetrisch sein. Eine Software kann das nie im Leben rausrechnen, weil sie das nicht simulieren kann. Sie kann nur total symmetrische Gradientenverläufe simulieren, was bei einem Teleobjektiv oder bei einem Normalobjektiv theoretisch möglich ist, aber bei einem Teleskop, vor allen Dingen beim Spiegelteleskop, wird es da irgendwann schwierig. Und alleine das ist schon ein Grund, warum man das so nicht machen sollte. Abgesehen von all den anderen Gründen, die ich genannt habe. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, um die Helligkeit einer Flatfolie zum Beispiel zu regulieren oder unter Umständen auch, um bei den Dämmerungsflats das Licht zu regulieren, empfiehlt es sich unter Umständen einfach ein, zwei Lagen weißes Papier dazwischen zu legen. Es sollte selbstverständlich sein, dass dieses Papier möglichst gleichmäßig sein sollte. Also sollten da keine Knitterfalten drin sein. Es darf kein Wasserzeichen natürlich drin sein. Es darf nicht draufgemalt sein oder ein Fettfleck oder wie auch immer. Da appelliere ich an euren gesunden Menschenverstand, was das angeht. Wenn ihr mit CCDs arbeitet und hier insbesondere mit Schmalbandfiltern, dann kann es wirklich schwer werden, vor allen Dingen zum Beispiel im Rotkanal, also bei Schwefel 2 und bei, beim H-Alpha-Filter, dass man unter Umständen wirklich lange Belichtungszeiten bis hin zu 10, 15 Sekunden hat, um vernünftige Flats zu erstellen, also um in die richtige Sättigung sozusagen zu kommen. Dann nehmt natürlich das Papier oder die ND-Folie weg und benutzt die volle Leuchtfläche dieser Flatfield-Folie. So, hier ein bisschen Werbung nochmal, wenn ihr euch fragt, woher weiß der Kerl alle diese Sachen? Ein Buch, was ich auf gar keinen Fall missen möchte, ist das Handbook of Astronomical Image Processing von Richard Berry und James Burnell. Das sieht so aus. Und ist ein ordentlicher Klopper, ein dicker Schinken mit ein paar hundert Seiten. Leider mal wieder ein Buch in Englisch, aber ich habe schon oft erwähnt, die besten Bücher gibt es leider nur in Englisch. Hat über 600, fast an die 700 Seiten. In diesem Buch ist wirklich alles erklärt, was die technische Seite der Astrofotografie angeht und vor allen Dingen der Bildbearbeitung. Also jeder kleinste Prozess wird hier im Detail erklärt. Ihr solltet einigermaßen gut Englisch verstehen können. Ihr solltet ein bisschen technischen Verstand mitbringen, wenn ihr dieses Buch liest. Das ist kein Buch, was man so abends vorm Einschlafen locker so runterliest. Das ist für mich zum Beispiel eher auch ein Nachschlagewerk. Also ich konzentriere mich da wirklich auf einzelne Kapitel und arbeite die durch und versuche die zu verstehen. Hier und da muss man mal über die ein oder andere Formel, wenn man sie versteht, ist ja gut, wenn man zum Beispiel ein technisches Studium absolviert hat, wenn nicht, und wenn Mathe nicht so die Sache ist, was bei mir übrigens auch der Fall ist, dann muss man die ein oder andere Formel mal außen vor lassen, nur den Text lesen und versuchen, das Ganze so im Zusammenhang zu verstehen. Also ist keine leichte Kost, sage ich ganz ehrlich, ist aber für mich die Bibel, was Astrofotografie angeht und eigentlich fast unverzichtbar. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun, hinterlassen. Ihr findet mich auch bei Facebook, natürlich in den verschiedenen Astronomieforen auch. Also bei Fragen immer Fragen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.